die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Hallo meine Lieben, bei uns ist gerade ziemlich laut. Aber da ist eine Pizza mit heute, wie spät ist es? 12 Uhr schon. Kinder, leise, leise, leise. Also, ich und der Papa hatten vorhin einen Frauenarzttermin. Wir haben jetzt, das war jetzt der vorletzte Termin. Ich habe dann noch einen Termin und dann ist fertig. Ich zeige euch. Mach ein bisschen Platz. Zeige euch das Bild, was ich bekommen habe heute. Man kann auch, also es, der Platz, es wird immer kleiner. Das Luisa. Mama. Luisa. Mama, schau, wie groß der ist. Wow. Und wir haben eine Pizza mitgenommen. Zum, für die Kinder zum Mittagessen. Und die ist ja... Oh, das ist viel zu viel für die Luisa, Schatzi. Und die Mädels haben sich zu Hause geschminkt. Wie sie noch eine Scheibe? Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir eine kleine Pizza mitgenommen. Ich mach das schon, Schatzi. Lecki? Also Patrick, ja. Der Patrick, bringst du ihm ein Stück runter? Oder... Er kommt. Ja, Patrick hat nämlich noch Online-Unterricht, deswegen kann er. Der Patrick kann nicht kommen. Nee, der Patrick kann nicht kommen, Lara, weil der Patrick hat noch Unterricht. Setz dich hin, Luisa. Ich mal in deine Tasche. Oder deine Felsen. Ja. So, mangiare! Die schmeckt nach Zitrone aussehen. Mama schmeckt nach mit Zitrone aussehen. Ja, ja, ja. Was ist denn? Ich ekel ab. So, meine Lieben, wir haben jetzt fertig gegessen. Jetzt ist ein bisschen Ruhe in der Küche, wie ihr hören könnt. Ja, wir haben Frauenarzttermin gehabt, der Papa und ich, also beziehungsweise ich. Das war jetzt mein vorletzter Termin. Wir haben jetzt ein Bild noch bekommen, was eigentlich was Seltenes ist, weil der Arzt gemeint hat, umso später es ist, kann man kaum noch ein schönes Profil... Oh, das Baby dreht mich gerade. Noch ein schönes Profilfoto mitgeben. Oh, au! Oh, das Baby macht jetzt gerade eine Hausparty. Halligalli. Ja, aber wirklich, jetzt habe ich so ein, weiß nicht, ob man das vielleicht erkennen kann, aber jetzt ist er ruhig. Jedes Mal, wisst ihr, jedes Mal, wenn ich die Kamera dann raufhalte, dann ist er plötzlich brav. Und es war so witzig, weil das Baby heute während dem Ultraschall so richtig aktiv war und der Frauenarzt hat, also auf meine, er hatte so eine Beule gesehen, er hat da den das Ultraschallgerät draufgetan, so wie er auch. Und da hat man richtig gesehen, wie der, dass er gerade mit dem Fuß so gegen den, also so richtig den, die Fu, die, so den ganzen Fuß hat man gesehen, wie er gegen das Gerät tretet. Das hat so süß ausgeschaut, voll, ja, ich war so überwältigt einfach. Ja, Baby liegt ganz gut im Becken, also so im, mit dem Kopf nach unten, so wie es halt schon beim letzten Mal war und ja, alles passt. Und heute werden wir einiges erledigen müssen, weil ich habe euch im letzten Vlog gesagt, dass ich Torte backe, Torte backen muss. Luisa hat morgen Geburtstag und ich wollte eigentlich gestern beginnen, dann habe ich mir das über Bord geworfen, weil ich dachte, dass es vielleicht dann der Kuchen ja nicht so gut, also wenn es zu lang ist, wollte ich jetzt nicht... ja, dass der Kuchen austrocknet. Wie auch immer, heute werden wir zusammen anfangen, die Geburtstagstorte für die Luisa zu backen. Ich habe mich ehrlich gesagt immer nicht so ganz entschieden, aber ich glaube, ich mache die Runde, oder Schatzi? Soll ich die Runde machen? Ja. Ja, und der Papa, der wird jetzt dann auch im Wohnzimmer alles umräumen, weil das immer auch nicht dazu gekommen. Ich muss nur ein bisschen sitzen, weil mir geht es gerade aktuell richtig schlecht. Ich habe jetzt Blutdruck gemessen und ich habe so niedrigen Blutdruck und hohen Puls. Und mir ist dann immer schwindelig. So, jetzt ist soweit. Ich fange mit dem Backen an. Diese Torte ist es, Paw Patrol. Ich werde sie euch verlinken. Sie ist von Sallys Welt. Und da werde ich das Rezept einfach halbieren, weil ich brauche nicht so eine große Torte. Deswegen, ja. Ich werde euch das den verlinken, falls ihr das auch mal backen wollt. Und ich habe jetzt einen Kaffee getrunken. Das Licht knallt gerade komisch rein. Da geht es mir nämlich ein bisschen besser durch den Kaffee. Papa! Ich weiß nicht, wo der Papa ist. Aber Tina? Im Büro? Glaub. Ja. Also der Papa ist im Büro oder war er schon in Outfits? Wie heißt er denn? Maloutfit? Kampfanzug. Kampfanzug. Sophie, hör auf! Sophie streitet dann mit der Emmy. Die
also die Männer, also der Papa und der Patrick, hilft ihm ein bisschen. Und zwar Bilder abmachen, Vorhänge abmachen, Teppich einrollen. Ich habe Patrick räumt gerade die Spieße. Baustellenmütze? Was soll das genau sein? Das schaut echt doof aus. Na, Zdravi. Na, Zdravi ist auch russisch, oder? Na, ja, das geht so schon. Und was sagst du jetzt? Ich hab gedacht, du machst jetzt mehr hier. Ja, ich muss den Teppich holen. Okay, Pa, ich übergebe dir das Zepter. Bitte nehmen Sie, wir sehen uns später. Ich zeige euch den Fortschritt der Torte später. Also, bis dann. Ja, wo ist denn das Mehl? Ich habe jetzt das Grieß. Wo ist das Mehl? Ich hätte jetzt fast Grieß in den. Spritzt? Ich habe hier Mehl, aber wo ist der große Topf mit Mehl? Hast du es woanders hingetan? Welches? Ich habe Mehl so da. Wir hatten doch auch ein Glas. Das ist Ding, ne? Wie viel braucht ihr Mehl? Ein bisschen, ein paar Gramm. Manometer, ey. Gibt's ja nicht. Jetzt hätte ich fast Grieß da rein in den Kuchen gemacht. So. Vorbereitung ist alles. Meine Lieben, der Papa ist, glaube ich, länger nicht mehr gevloggt. Er hat auf jeden Fall gerade so ein bisschen schlechtes Licht hier im Wohnzimmer. Kann ich ein bisschen reinzeigen. Auf jeden Fall hat er so ein paar Reparaturarbeiten gemacht. So Sachen, wo halt so ja, die Kinder mal angekratzt haben oder angekommen sind. Was so Ecken halt ausgebessert. Und das macht er, aber ist gemacht. Das ist er hier im Vorraum. Er denkt sich schon so, ja, bring aus dem Büro eine Leuchte für den Papa. Der Papa ist jetzt, ich möchte im Wohnzimmer eigentlich noch ein bisschen kochen. Ja, kannst du, ist ja noch nichts Besonderes. Auf jeden Fall braucht er ein bisschen besser Licht, dass er nochmal kontrollieren kann, ob er auch wirklich alle kleinen Löcher jetzt zugemacht hat. Ja, und in der Küche bei mir schaut es aktuell so aus. Die Emmy ist kalt, du wirst rein. Die Emmy ist klein, kalt? Ja, dann lass sie rein. Okay. Ja, bei mir schaut es aktuell so aus, ich habe hier schon zwei Tortenböden und ich habe die Ganache schon fertig. Ich muss noch die Schlagoberscreme machen und die Erdbeer. Javi, wo warst du? Warst du am Balkon? Ja, fein. Emmy, warte mal. Ich werde euch dann auf jeden Fall zeigen, wenn ich dann alle Komponenten fertig habe, wie ich die Torte zusammenfüge. So, meine Lieben, jetzt geht's ans Schichten. Ich habe jetzt hier meinen Tortenring vorbereitet. Hat ja die Sally auch so gemacht. Die hat ja nämlich da so Papier herumgetan. Ich habe es versucht, irgendwie reinzuzwicken. Schaut dann so aus. Unten ist es egal, weil da kommt ja ein Tortenboden rein. Es geht eigentlich eher um den Rand, dass sich da die Torte nicht, dass die da nicht kaputt geht, wenn die Ganache dann raufkommt. Die Ganache
habe ich teilweise noch hier und ein bisschen hier in so einem Beutel reingetan. Und ich würde mal sagen, ich fange gleich an. Ich lege als erstes meinen Boden da wieder zurück rein. Der Kuchen ist jetzt, also die Torte ist jetzt mal fertig gestapelt und die muss jetzt in den Kühlschrank stellen und der muss, also dieser Quarkboden, der muss einmal richtig, richtig hart werden und morgen mache ich dann die restliche Ganache drauf und überlege gerade die ganze Zeit, ob ich da vielleicht auch schon noch die Ganache drauf machen soll. Was hat denn die Sophie? Ha, und das ist wieder mal voll leer hier in der Küche. Die Family sind alle hier. Wir werden jetzt gleich mal was essen. Wir essen Lasagne. Ich habe gestern nämlich noch so eine leckere Lasagne gemacht und die werden wir jetzt auf jeden Fall verputzen. Die Kleinen und ich, also die Mädels und ich essen Lasagne. Und der Papa und der Patrick essen Pizza. Ich muss die Luisa füttern. Wie essen die Reste? Das Grüne ist. Die Reste, aber das ist so lecker. Und das Grüne ist Gras. Das Grüne ist Gras? Ja. Wir mussten jetzt einen Pullover anziehen, weil der Papa jetzt irgendwas im Airfryer bratet. Avocado? Was einfach. Avocado? Ja. Und das ganze, die ganze Küche war jetzt voll rauchig. Ja, das war ja nur Luft. Jetzt musst du die Tür aufmachen. Ey! Welche Luft? Nur Luft gesagt. Ja. Hier ist der Butter, der ist Pizza. Magst du mehr? Michel, Lana. Und schmeckt dir auch die Lasagne, Michel? Mit Fleisch? Hey, meine Lieben, jetzt ist schon nächster Tag. Heute ist schon Luisas Geburtstag. Wir haben gestern nicht den Vlog beendet, weil ich heute weiter vloggen wollte. Ich wollte so einen 2-in-1 Vlog machen. Und deswegen nehme ich euch heute natürlich auch durch den Geburtstag mit. Wir sind schon, es ist ein bisschen später aktuell, es ist jetzt aktuell 2:30. Der Papa hat einen Termin bei der Physio. Und er kommt dann auch bald wieder zurück und ich bin in Geburtstagsvorbereitungen die ganze Zeit. Also, die Geschenke sind eingepackt, die Torte ist noch nicht fertig, muss ich jetzt gleich fertig machen. Werde ich euch auf jeden Fall gleich mitnehmen, aber zuerst möchte ich die Luftballons aufpusten. Da habe ich diesen Dreier hier gekauft, den gibt es übrigens beim Action, diese schönen Regenbogenfarben. Und dann habe ich... Was ist das? What? Also, das ist Papas Yoga-Musik. Geht dir einfach an. Okay, alles klar. Ja, und hier drinnen ist auf jeden Fall noch ein Pepperwood. Schaut mal, eine kleine Pepperwood. Eine riesengroße Pepperwood. Wie man sieht, die ist die richtig groß, ne? Die werde ich auf jeden Fall jetzt aufbauen. Pusten, ich habe da nämlich so. Wir haben sowas immer zu Hause. Das ist einfach Helium. Weil, ja, bei so vielen Kindern. Und ja, sowas brauche ich einfach immer auch für Instagram, wenn wir da schöne Fotos mal machen und so. Und ja, ich werde einfach mal jetzt die Pepper und die Nummer 3 aufpusten. Zwei Stunden später. Okay. Irgendwann später. Ich fange euch mal mit der 3 an. Endlich. Später. Viele Monate später.
So, meine Lieben, ich bin jetzt in der Küche. Ich mache mich jetzt weiter an die Torte. Die schaut übrigens so aus. Jetzt aktuell. Da ist die erste Schicht Ganache schon drauf, also die weiße Ganache. Und ja, schaut mal gut aus, würde ich sagen. Aber es fehlt tatsächlich noch eine zweite Schicht, bevor ich da jetzt diesen Ding draufklatschen kann. Also diese, wie heißt es? Von da. Deswegen kommt jetzt nochmal eine andere Ganache drauf. Ich habe jetzt leider keine weiße Schokolade mehr gehabt. Deswegen habe ich so eine braune Ganache gemacht. Und so schaut jetzt die zweite Schicht Ganache drauf aus. Super finde ich jetzt geworden. Also alle Löcher habe ich damit gut zumachen können. Und die werde ich jetzt in den Kühlschrank stellen, wobei denke ich schon ziemlich ausgehärtet ist. Ich meine, es ist nicht perfekt. Da gibt es ein paar Dellen und so, aber ja, ich meine, für eine Hobbybäckerin sozusagen, die nur für ihre Kinder bäckt, dann passt das schon. Der kommt jetzt in den Kühlschrank. So, und jetzt kommen wir zum lustigen Teil, und zwar Fondant aufgeben. Hier ist die Torte. Ich habe jetzt aus dem Kühlschrank rausgeholt. Aber zuerst muss ich mal das vorbereiten. Da habe ich mir was aus dem Internet einfach rausgesucht, eine Pepper, und habe sie auf seinem dickeren Papier jetzt ausgedruckt. Werde aber jetzt alles separat ausschneiden. Das tue ich mal zur Seite. Dann habe ich hier Kleid und Pepper. Und das brauche ich auch nicht. Gut, ich würde sagen, fangen wir mal mit dem einfachen Teil an. Ich habe ja nämlich so eine Rollfondant-Decke gekauft. Das werde ich, glaube ich, als erstes jetzt anbringen. Weil das ist einfach. Das ist nämlich schon ausgerollt. Diese Rollfondant-Decke habe ich nie verwendet. Aber schaut mal, wie cool, bitte. Steht da irgendwie eine Anleitung oder so? So für Idioten. Ah! Das heißt, Rollfondant-Decke auspacken und Samtträgerfolie entrollen. Von damit ich auf den Kuchen legen, Trägerfolie nach oben und dann die Folie vorsichtig. Ah, klar. Also das heißt mal komplett ausrollen. Ich hoffe, das reicht. Und jetzt drüber geben. So. Fertig hier, leider habe ich es ein bisschen knapp geschnitten, wie man sehen kann. Aber ich habe mir gedacht, dass ich da so noch so einen roten oder rosanen Ding da mache. Herum. Ja. Kleidchen von Pepper ist schon mal fertig. Das ist ja richtig schnell gegangen. Jetzt kommt der tricky Teil, wo ich weiß und rosa vermischen muss. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ob ich jetzt wieder vor? Sicher. So, meine Lieben, ich bin fertig. Ich habe jetzt alles hier schon vorbereitet. Ja, wie ihr seht, habe ich nicht so ein richtiges grelles Pinkrosa bekommen, sondern ich habe eher so ein reales Schweinchenrosa zusammengebracht. Aber es hat funktioniert und ich würde mal sagen, ich fange mal los und beklebe mal das Ganze. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das denn ausschauen wird. Also, let's go, hätte ich gemeint. Thank you.
So, meine Lieben, wir haben jetzt die Küche ein bisschen dekoriert. Wir haben jetzt nur die Zahl und die Peppa Wutz. Die Luisa sitzt da. Natürlich, klar. Und der Papa hat was von McDonald's geholt. Ja. Kann ich wieder auch helfen mit den Geschenken packen? Wow. Natürlich. Wow. Und schau, Regenbogen. Das ist schön. Hast du Geburtstag? Ja. Und du wieder mit drei? Ja, Papa, du bist jetzt drei. Jetzt ist die drei? Ich bin drei. Und jetzt bist du wieder drei? Mhm. Du bist ja hier. Mach die Luisa da. Das war da umgekehrt. Mit dem da unten, ja? Mit dem Weißen. Nein! Du musst du liegen. Das musst du reinspießen. Ja, genau. Super! Mach du mich auch eine? Ja. Die Lebenskerze. Die schenke ich auch nicht. Nein, okay, jetzt ist schon zu spät. So, jetzt müssen wir sie anzünden. Wir müssen ja noch nicht pusten, okay? Warten. Kannst du dann die Weiße pusten? Nein, das muss die Lisa machen, Schatz. Ich mach die Lisa alles. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Mama. Happy Birthday, liebe Luisa! Happy Birthday to you! Nochmal! Super! Ja. Mama, ich will das Rot. Ich will das Kleid essen. Was willst du? Ich will die Beine. Was? Ich will das Kleid. Ich will die Ohren. Dieses so, dieses. Wer will die Füße? Ich. Luisa, was? Lass mal die Luisa was. Nimm hier, machst du den Kopf. Und dann machst du Fuß. Ich will das Kleid. Sie mag die Hand? Ja. Okay. Du kommst als Zweites, weil du klein bist. Na, komm ich. Bitte schön, wer kriegt der jetzt? Machst du mit Fuß? Ich will ein Kleid. Mit Fuß? Nein, und? Ich kann den Fuß nicht wechseln, okay. Aber gerade wenn Kleid. Ich kann, mach da. Mein Gott, so bist du. Das ist der Kleid. Ich will die Füße. Ich will die Füße. Aber du musst die Augen zumachen. Luisa, Augen zu. Lara, mach die Augen zu. Ja, ich muss jetzt durch. Geht's, Patrick? Nicht schummeln. Wo sind die Augen? Nein. Noch nicht, noch nicht. Okay. Noch nicht, noch nicht. Ja. Mach immer meine Augen zu. Noch nicht. Lara kriegt auch was. Augen auf. Was? Guck sie, sagt die Lilly auch. Hey. Komm, Lara, Luisa, schau. Das sind deine. Wow! Ja! Sie kann es zerreißen! Reiß das Papier! Was ist das, Lisa? Das ist der Pepperwurz. Pepperwurz? Hasel? Ah, ein Klavier! Wow! Soll ich da helfen bei dir? Was ist das? Ein Bauchset? Ja, Zahnarzt! Zahnarzt spielen könnt ihr dann. Was ist das? Siehst du? Hey! Ich glaube, ich weiß, wer Zahnärztin wird. Ich! Die Lara wieder. Und die Lara und die Luisa. Da ist der Spiegel, Patrick.
Oder auch! Das ist ein Zahnpasta! Wer nicht brav ist, kriegt eine Spritze! Da kannst du Zähne ziehen. Was haben wir denn mit Essen? Cool! Und jetzt habt ihr noch eins. Yippie! Was ist das? Ich will auch sehen! Von die Schäle hat ausgesucht. Wow! Papa muss helfen beim Aufmachen. Ah. Oh, wow, alles muss die Luisa alleine tragen. So, meine Lieben, wir räumen jetzt die Spielsachen aus und wir packen die alle aus. Und die Kinder sind ganz scharf drauf, jetzt damit alles zu spielen. Die sind jetzt im Zimmer drüben. Auf jeden Fall. Ich habe schon ein paar Sachen ausgepackt. Auf jeden Fall wollte ich mich vom Vlog verabschieden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder. Wir werden jetzt ein bisschen den Tag für uns genießen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Baba. Also das geht nicht mit dem. So geht's dann so perfekt, Baba. Ja, da wird Spielzeug aufgebaut.